Man sollte hier gar nichts zerstören, Leute. Das ist nämlich nicht nett. Ich hätte gern schon die Beweise. Kuckuck. Oh Gott. Ist nicht das, was ich mir gewünscht habe. Das stand ich auch auf meinem Weihnachtszettel. Okay, muss schon sagen. Eigentlich sollten wir doch eigentlich da sterben. Ja, das tun wir auch. Wir haben noch eine Sniper, ne? Yep. Das dachte ich mir. Gut. Einfach weil es so viel Spaß macht. Gehen wir hier rein. Ihr habt einen Sniper gehabt, die hätte ich gerne gehabt. Bin ich ehrlich. Er hat auch Granaten. Arsch. Ah Gott. Ich weiß nicht, was hier am meisten wehtat. Das ist blöd. Nehmen wir trotzdem die Granaten. Das war nur die Munition. Nein! Der ist hinter uns! Der Sack! Das ist ein reines Chaos jetzt. Oh Gott, machen wir den. Ist lustiger. Okay, bei dem wäre es, glaube ich, dann schlauer, mal kurz die Granaten reinzuwerfen. Das tut's auch. So. Jetzt haben wir erstmal unsere Ruhe. Sehr schön. Okay. Hi! Er wollte also selbst die Tür aufmachen. Gib's zu. Ich weiß doch genau, was du vorhast, du Schlingel. Der hat uns auch fast wieder umgebracht. Ich hab gespeichert, weil ich dämlich bin. Das speicherst du doch nicht. Naja. Wir speichern da und sterben danach. Weil es halt vielleicht doch keine gute Idee war. Oh, den. Okay, wir wissen wenigstens, weshalb wir Sniper-Munition bekommen haben.
Wir sollten erst den da oben umbringen. Wir sollten irgendeinen umbringen. Und in Bewegung bleiben. Yep. Deutlich besser. Deutlich besser, wenn man in Bewegung bleibt. Gut. Machen wir den hier. Aufzug D6. Greife an! Wie, greife an? Mach das Ding auf! Los, los, los! Arsch! Immer noch! Deep Six. Ich spielte den Part des berühmten Detektivs Bogart als Marlowe oder als Sam Spade auf der Suche nach dem Malteserfalken. Kein Geheimnis war von mir sicher. Ich folgte dem Pfad der Hinweise bis hin zur endgültigen Lösung, selbst wenn er mich tief hinunter in die kalten Katakomben eines Grabes führen sollte. Das können Sie nicht tun! Meine Männer Verstehen sind noch da Sie drin! Jetzt, wieso das hier Operation Dead Eyes heißt? Los geht's. Achtung an alle Mitarbeiter. Die Selbstzerstörungssequenz wurde aktiviert. Evakuieren Sie den Wir haben Besuch. Ihr habt Besuch? Von wem? Den Besuch hätte ich gern gesehen. Naja. Ich habe das Logo auf dem Boden schon mal gesehen. Unter dem Stahlwalzwerk befand sich ein alter Bunker. Ich kannte das Militärabzeichen auf dem Fußboden. Ich hatte 1000 Variationen dieses Zeichens auf den verrotteten Ziegelwänden der Stadt gesehen. Anstelle des Schwertes eine Spritze. Projekt Valhalla. V für Valkyr. V für Valhalla. Das las ich wie eine gottverdammte Verschwörungstheorie. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Okay, das hilft uns nicht. Abbruch, Abbruch, diese. Leute, ich bin eigentlich für euch. Abbruch, Abbruch, Gut. Ihr tut mir so leid. Ihr werdet sowieso draufgegangen. Zum nächsten Ausgang. Puh. Ich weiß nicht, wo der ist. Wisst ihr zufällig den Weg? Niemand hier, um mir zu helfen. Test. Facilities. Ah. Hier wird jeder abgeschmetzelt.
Wie alles andere im Fall Valkyr war mir der Türcode ein Rätsel. Was können wir hier? Okay. Da würden wir auch schon gerne rein. Das sind schöne Sachen drin. Oh Gott. Der Chemiker hatte vor seinem Tod die Arbeitsstation genutzt. Die Halbwertszeit der Laborrate hatte online geendet. Sein Passwort blinkte noch auf dem Schirm. 665 nach Aktiviert. Okay. Sehr gut. Schmerzmittel bekommen wir hier wenigstens noch. Sehr zuverlässig, dieses Labor. Und alles fliegt uns hier bald um die Ohren. Das ist nur eine Frage der Zeit. Bis hier alles brennt, wollte ich gerade sagen. Sorry. Ich habe einfach nur gesehen, dass hier jemand drin ist und habe einfach geschossen. Okay, das wären die einzigen drei Betten. Holen Sie mich hier raus! Ich bin unschuldig! Lassen Sie mich raus! Ah, ich weiß ja nicht. Danke. Dachte, ich hätte da drin verrecken müssen. Ich brauche Sie, um durch die Luftschleuse in der Entgiftungskammer zu gelangen. Sie sind verrückt! Der Schuppen fliegt in die Luft, um Himmels Willen! Entweder das oder zurück in die Zelle. Sie haben die Wahl. Okay, okay, ich tu's, ich tu's! Danke. Ah, ist das nicht schön. Heißt nicht, dass wir keine Junkies hier umbringen können. Für eins testen. Der Druck war zu stark. Ich war auf ihr Niveau gesunken. Das war es nicht wert. Nichts war das wert. Ah, cool. Danke. Tschüss. Oh nein. Oh Gott. Vielleicht können wir die Person noch retten. Können wir, glaube ich, nicht mehr retten. Verlierst.